Anne Wünsche bekommt wahrscheinlich den Schock ihres Lebens, denn nach einem Schwangerschaftstest wird ihr kurz schlecht. Ist sie etwa schwanger? Den Test wiederholt sie sogar mehrmals und immer wieder das gleiche Ergebnis. Wie konnte das denn nur passieren? Nachdem sie gegoogelt hat und sich mit dem Test auseinandergesetzt hat, musste sie feststellen, dass irgendwas fehlerhaft war und dass der Test somit nicht richtig abgelaufen ist. Was sie da genau erlebt hat, das erzählt sie euch jetzt. Einen wunderschönen guten Mittag, meine Lieben. Ich habe eine Katastrophennacht hinter mir. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Eine Katastrophennacht. Ich werde es euch auch gleich erzählen. Also das habe ich ja noch in meinem ganzen Leben nicht ein einziges Mal erlebt. So, passt auf. Ihr wisst ja, dass ich regelmäßig teste, ob ich schwanger bin. Einfach nur, weil ich meine Pille durchnehme. Es ist total bescheuert, aber einfach nur aus Sicherheitsgründen mache ich das. Habe ich gestern wieder gemacht, war gestern mal wieder dran mit solchen Billigtests. Und ich blende euch jetzt mal das Ergebnis ein, okay? Ich erstmal voll den Schock bekommen, habe aber erstmal gegoogelt. Ist denn dieser Test überhaupt, also ist der gut, ne? Weil der war total günstig, ich weiß nicht, 6 Euro für 10 Tests. Also habe ich bei Amazon mal geguckt und dann kam die Bewertung raus. Ich, okay, alles klar, kann sowieso nicht sein, ich meine, ich nehme meine Pille durch, ne? Wie soll denn das funktionieren? Geht ja nicht, gut, gibt immer so eine Ausnahmefälle, also mache ich einfach noch 2. Ne, 3 habe ich dann noch gemacht. 2 negativ, 1 mit Wasser übrigens, der war negativ. Dann habe ich nochmal ein. Ich, okay, alles klar, kann sowieso nicht sein. Ich meine, ich nehme meine Pille durch. Ne? Wie soll denn das funktionieren? Geht ja nicht. Gut, gibt immer so eine Ausnahmefälle. Also mache ich einfach noch 2. Ne, 3 habe ich dann noch gemacht. 2 negativ, 1 mit Wasser übrigens, der war negativ. Dann habe ich nochmal einen mit meinem gemacht. Der war gar nicht gültig, also nicht mal die erste Linie ist erschienen. Und dann habe ich noch einen gemacht und wieder einen Strich. Aber wieder nur hauchzart. So, wie man weiß, 2 Striche bedeutet safe schwanger. Egal wie deutlich die zu sehen sind, kommt ja auf diesen Wert im Urin an. Aber das heißt einfach schwanger. Ne? Ich also heute Morgen nochmal welche gemacht. Und zwar 3 Stück. Einmal Clear Blue Frühtest und dann nochmal 2 solche Streifen. Alle rein weiß nichts. Ich so, naja, ist ja wohl klar. Also geht ja gar nicht. Ich kann ja nicht schwanger sein. Geht nicht. Das Bild mit den 2 Streifen, was ich gerade vorhin gepostet habe, wo man bei beiden eine leichte Linie sieht, die habe ich heute Morgen fotografiert. Wollte vorhin die nochmal wegpacken, weil ich heute im Laufe des Tages noch ein paar machen möchte. Einfach nur zur Sicherheit, weil ich jetzt mega, also ihr könnt euch das bestimmt vorstellen, was gerade in meinem Kopf vorgeht. Und dachte mir so, okay, machst du im Laufe des Tages nochmal welche. Geh vorhin nochmal zum Mülleimer. Alles weg. Nichts mehr zu sehen. Es ist alles weg. Und es war vor einer Dreiviertelstunde, Stunde, war es noch zu sehen. Und die waren von letzter Nacht. Das heißt, bis heute Morgen waren die zu sehen und dann waren sie weg. Wie findet ihr diese Geschichte von Anne? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen.